Willkommen, Freunde, hier in Bioshock Part 19 und dann noch auf dem Weg zu Arcadia. Leider ist in der letzten Folge was Schlimmes passiert. Die Familie von Atlas ist verstorben. Tot. Nämlich in der Taucherglocke explodiert. Wobei ich behaupten würde, vielleicht waren sie doch nicht da drin und konnten sich retten. Ich meine, wünschenswert wär's. Aber, naja, ich bezweifle das doch irgendwie. Aber gut, ich würde sagen, ab nach Arcadia, vielleicht treffen wir dort den guten Atlas. Dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Übrigens, Arcadia erinnert mich so gerade ein bisschen an Halo. Ich glaube, Arcadia, kam das in Halo vor? Ich meine Halo Wars. Man hat nicht so ein Level, glaube ich, oder ein Planet. Ich glaube, der Urlaubsplanet Arcadia. Naja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe Halo Wars leider nicht mehr lange gezockt. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Vielleicht mache ich das als Let's Play. Und mal gucken. Wer weiß, wo mich das hintreibt, denn eigentlich hätte ich sowieso vor, das zu machen, denn ich will ja eigentlich alle machen. Halo, Teil. Gut, okay. Moira! Patrick! Cassidrine ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Typ, du gehst mir voll auf den Sack. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Hammerhart. Treffen wir dann auf Ryan. Darf ich ihn gern Rüssel polieren? Neues Ziel, geht zur Metro Station. Liebend gern. Leim, wofür brauche ich Leim? Brauche ich halt. Vielleicht kann ich was zusammenbasteln. So, ja, jetzt nix. Durch. Nicht gut, wenn's so blinkt. Hallöchen. Teegarten. Wie geil. Pfefferminz. Schön. Hey, gefällt mir Teegarten. Geile Omat. Finde ich voll geile Idee jetzt. Aber Tee kann man immer gebrauchen. Das beruhigt einen. Und ist lecker. Gut, ich sollte aufhören, immer weiter so einen Käse zu reden, aber ich meine, ist wirklich gut. So. Muss man da auch was packen? Nee, ne? Alter, ist das geil. Welche Fähigkeit nehmen wir denn jetzt? Ah, komm, nehmen wir einfach Fackeln. Finde ich aber auch schön hier. Also hier könnte ich leben. Hallo? Ionischer Schrot. Liebend gerne. Herr Gott, nochmal, ist da jemand? Herr Gott, nochmal, nein. Ich gehe jetzt mal. Soll ich hier die Ruhe genießen? Hier ist es doch schön. Nee. Was meintest du, Doktor? Es ist wirklich schön. Also. Hier, Batterie. Kalia Melo. Ja, wieder ein Melo. Was soll denn da? Irgendwo gemeint? Ja, aber. Oh, auf hier rumzubrüllen. Oh, eine Kamera. Ein Tagebuch Gespenster sehen? Nicht gut. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja, natürlich. Jedem empfehlenswert. So,
tick ich nicht aus, weil ich total eine Waffel habe, sondern den Plasmin. Oh Süßer, ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hierher. Okay. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Okay, was macht sie denn mit allem? Richtig kratzen, beißen und glücklich machen? Gut, weiß ja nie. Mancher mag's, mancher nicht. Adam in der Massenproduktion? Stark. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Super. Herrgott nochmal, ist da jemand? Ja, ist ja gut. Jetzt hör auf hier rumzubrüllen, ich komme ja schon. Sie sind überall! Ja, jetzt abhauen. Bist du gut, ey. Holy shit. Alter. Diese Schatten, ne? Hammerhart. Auch was? So, ich muss, glaube ich, den Typen gleich erledigen. Ich befürchte, ich muss ihn sogar folgen. Hey, hierher! Komm, spiel mal mit. Momentchen. Der ist doch... Was? Hallo, Schnuffi. Alter. Kopfwart. Scheiße. Kassette? Da, Kassette. Alter. Okay, langsam. Gefällt's mir nicht. Moment, Pistole. Boah. Ist hier rein. Ah, okay. Was läuft denn hier für ein Psychospiel jetzt? Ach komm. Seit Dead Space kann man mir sowas nicht mehr antun. Das ist ein Psycho. What the? Wow. Arsch. Du bist doch ein ganz verrückter. Doge! Du Arsch! So.
Ja, ganz schön weit weg. Hammerhart. Typ hat mich überrascht. Ich dachte jetzt, das ist eine Halluzination, aber anscheinend ist das echt irgendein Voodoo-Hokus-Pokus-Typ. Sowas mag ich. So. Zack, mein Freund. Du bist gleich platt. Houdini-Splicer. Jetzt tapp mal an. Ja, da ist hier ein kleiner Zauberer. Ja, hier ist schon wieder für Faxen. Gut. Houdini. Das ist ja jetzt mal witzig. Okay, Arcadia ist geschlossen. Schauen wir uns das mal an. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Oh Mann. Hier ist, glaube ich, noch einer. So. Dich muss ich erledigen. Sonst erledigst du mich. Wie kannst du einiges aushalten? Arsch. Du denn findest, na, bist auch ein normaler Splice, aber cool, dass du so viel ausgehalten hast. Respekt. Okay, dann mal weiter. Das war wohl nur der Wind. Oh yeah, das war Fackel. Okay, jetzt bist du da ganz hinten durch. Hier nix. Oh yeah. Ja, erledigt Hase. Zack. Fackel du mal. Oh, war vielleicht nicht schlecht mit der Granate. Sollte er meinen, wieder hier aufzutauchen, kriegt er die ab. Dann war erstmal nach. Gut, gut. Da habe ich einen Schatten gesehen. Und natürlich ging schief. Oh, dass sie so eine doofe Reichweite haben. Scheiße. Gott, ich dachte, die fliegen besser. Aber ich vergaß, wir sind in den 60ern. So, Hase. Tschüssikowski. Noch da. Ah, stirb. Alter. Oh. Fuck it. Fuck it. Blitz, 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 Blitz. Ciao. Ah, machen wir mal Hack. Hacken. Alter. Hacken. So, Hacken. Oh, automatisch. So. Gehör mir. Oh Gott. Oh Gott. Genau. Alle wieder machen. Alle wieder machen. Nachladen. Oh yeah. Ach, wir sind Roboter ab. Nächste. Mir sind sie geil zu sterben. Oh, läuft ein bisschen auf.
wird halt jetzt gar nichts mehr, ne? Muss ich mal dran. Wo bist du, Alter? Das hab ich dir verdient. Kümmere dich nicht um mich. Kannst aber auch stehen bleiben, damit ich dir. Dankeschön. Oh yeah. Nächster. Coole Sache, dass ihr euch Energie holt, aber nächster. Du Scheiße. Also hier halten so ein bisschen mehr aus als die anderen Typen. Finde ich scheiße. Finde ich nicht nett. Gut. Nehmen, hallo? Lieber Alpha. So. Liebe Freunde. Ich denke mal. Ich setze hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier zu Bioshock auch wieder. Aber Arcadia wird eine ziemlich lustige Angelegenheit. Ich hoffe mal, dass ich das überlebe. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Ersten Moment sieht die Botanik hier in Arcadia zwar gut aus, aber Pflanzen, die ich nicht kenne, vertraue ich ja eigentlich gar nicht. Denn ich weiß ja nicht, was die Leute mit den Pflanzen angestellt haben, wenn man sieht, was mit dem Mensch los ist. Aber wie es weitergeht, sehen wir einfach alles in Bioshock.